Also Leute, die roll ich locker. Ich habe gerade letztens im Stream, ich glaube von Sneasel. Hallo meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Daddy Skins Video. Ich wurde aufgeladen, $550, das ist natürlich ziemlich fett, und wir legen direkt los mit der Belehrung. Wenn du gamblen möchtest, bist du bitte mindestens 18, aber am besten älter und hast eben ein Auge auf dich und deine Ausgaben. Ich will nicht, dass sich hier irgendjemand ins Unglück stürzt. Wenn man gambelt, dann hat man grundsätzlich Wegwerfgeld dabei. Also man sagt sich, so die 20 Euro, die kann ich jetzt nutzen, da kann ich was draus ziehen, oder sie sind weg, das ist dann vollkommen egal. Das hat für mich dann keine negativen Einflüsse. Es ist dann einfach weg oder ich gehe mit mehr raus. Und das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Vergesst nicht, auch mal Gewinne mitzunehmen. Man sieht es bei mir hier sehr, sehr gut. Also das liegt einfach nur rum. Ich ziehe viel, nehme die Sachen dann auch mit raus und lasse sie liegen. Ich denke mir nicht, oh cool, eine Waffe für $50, da kann ich ja weiter mit gamblen. Nee. Also auch mal mit rausnehmen, ne? Let's go! Da ihr ziemlich positiv von dieser Toxic Origin berichtet habt, werde ich ihr jetzt doch nochmal eine Chance geben. Ich habe letztes Mal eigentlich nur so Schotter hier unten gezogen. Ich werde jetzt direkt einmal reingehen und ich bin mir natürlich sicher, dass hier jetzt der ganz große Gewinn rumkommt. Viele von euch haben bis zu 50, also immerhin etwas, bis zu 50 oder $60 plus gemacht. Bei den ganz dicken Gewinnen war keiner, aber die meisten waren eben bei einem guten Stück über 100. Ich habe jetzt hier noch ganz wenig Minus gemacht, was wirklich auch schnuckelig ist, und dieses Ultraviolet könnt ihr gerne mal in die Kommentare ballern, ob euch das gefällt. Denn ihr wisst ja, die ganzen Sachen gehen in den Giveaways auch wieder an euch raus. Einmal gehe ich hier direkt nochmal rein und dann möchte ich noch eine Sache machen, die letztes Mal sehr, sehr kurz kam. Oh, das werde ich sowas von wegschmeißen. Und zwar die Arenas, meine Damen und Herren. Und dieses Mal gerne auch mit ein bisschen dickerem Einsatz. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Das wird prima. Der letzte Mal... Leute, kann ich bitte gewinnen vielleicht? Das sieht irgendwie gar nicht so... das sieht gar nicht so gut aus. Komm, jetzt einfach ein Knife bei mir. Och, Mann. Das ist ein bisschen schade, weil die Night... Also allein die Nightwish... Die Point Desiree, also das wären richtige Schnuckelchen gewesen. Richtige Schnuckelbuckelchen. 54? Ja, ich habe es noch reingeschafft, sehr gut. Ja, also ich will hier auf jeden Fall ein bisschen in die... Aha, ja. Na also, Leute, 800... Boah, shit! $104! Das ist... Leute, das ist insane. Also... Also, letztes Mal haben wir so viel Minus gemacht und auch an der Aufnahme davor so viel Minus. Und jetzt kommt hier mal direkt ein Huni rum. Und die ist schon am Jallern, meine Damen und Herren. So, wir machen direkt heiter weiter 35. Eine Kiste nur. Oh, ich muss ein bisschen gucken. Ich muss auch ein bisschen gucken, dass ich nicht direkt alles verkloppe. Aber die... die Arenen, die sind's einfach. Ich meine, ich habe das im Vorfeld gewusst. Also auch schon lange bevor ich Daddy Skins Partner wurde, habt ihr mir gesagt, Mensch, geh doch mal auf Daddy Skins und mach Videos in der Arena. Ich gebe dir auch Geld zum Zocken, weißt du, so ungefähr, so wie es ja auch Sneasel gemacht hat. Und das ist wirklich sehr, 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 sehr geil. Nicht, weil ich jetzt gerade viel gewinne, ich habe da jetzt auch schon über die Videos insgesamt einiges verloren. Aber der Nervenkitzel, natürlich auch insgesamt einfach mehr als beim normalen Öffnen, ist halt vorhanden. Und deswegen gambelt man ja auch, ne? Wegen diesem Feeling, das man hierbei hat. Es dreht sich was, du hörst die Geräusche, du siehst visuell den ganzen Schotter und freust dir halt dann einfach einen Ast in den Bauch, wenn du dann was Schönes... Ich bin sehr nah dran, kann das sein? Ja, ich bin sehr, sehr nah dran. Komm schon, Babbler, jetzt legst du nach. Was sind das denn für Scheißkisten hier? Ja klar, hat die geile Kumichi Dragon, der Lurch. Das waren aber auch wirklich, also Gammelkisten hoch, 10. $24, da sehe ich mich. Ich gehe zum Ersteller rein, weil dieser Code Slashy, das ist natürlich ein Mara. Ich glaube, das ist ein ziemlich krasser Mara. Muss ich hier, ich muss nur einfach warten. Alles chillig. Apropos Code. Falls ihr 18 seid, ultra cool seid, auf euch Acht gebt, auf euer Geld Acht gebt und so weiter, könnt ihr natürlich sehr, sehr gerne Einzahlungen mit meinem Partnerlink machen oder mit meinem Code Babbler. Kurs geht raus. Warum hat denn der da einfach schon $10 stehen? Der durch 14... Komm, jetzt ein Knife bei mir. Sandkack. Warum habe ich denn jetzt hier den sandigen Durchfall an der Backe? Oh, ja. Drei. Der will. Also, das war frech. Aber du kannst eben aus den kleinen Kisten halt dann doch richtig geilen Scheiß ziehen. So, geiler Scheiß. Let's go. Da sind wir dabei. Das ist prima. Serenity. Warum ist die weniger wert als die hässliche... Ach gut, die ist instead. Mhm. Ich bin langsam, aber sicher im Kommen, mein Freund. Ah, eine Crusader. Kann ich hier vielleicht nochmal... Bitte. Leute. Ey, was habe ich gezahlt? 2 Euro oder was? 5. Naja, aber ey,
Ey. 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 Das ist schon lecker. Jetzt haben sie mich ein bisschen angefixt mit den kleinen Sachen. Ich gehe jetzt mal hier rein. Hier übrigens auch wieder, gerade eben waren es ja auch schon die alten, oder was heißt alten, die normalen Kisten von Counter-Strike. Das hat ja einige von euch sehr interessiert. Hier haben wir sogar direkt so ein kleines Potpourri an Kistelchen. Ja, die Guardian ist natürlich insane, du Sausack. Was war denn das für ein Sound jetzt hier? Nein, warum? Er zieht nochmal die Guardian. Wie kann man denn so viel Glück haben? Du alte Kokille. Schöne Fehlerskins wären das gewesen. Naja, naja. Ey, aber das bockt gerade richtig. Komm, ich will hier rein. 14. Da sehe ich mich. Boah, da ist sogar dreimal hier diese Winter-Geschichte, ist es, glaube ich. Moment, ist es Team? Nee, ist es nicht. Dann wäre das ja farblich. Oh. Sag mal. Und ich sammle hier irgendwie Sachen aus dem Biomülleimer raus, oder wie? Guck mal, was ich für eine Schotter habe. Ein zerdrückten Apfel, eine kaputte Tomate und weiß auch nicht. Irgendwas verschimmelt das noch. Knife? Vielleicht? Bei Babla? Na, eine Cyrex. Oh, da hat er aber auch. Also für den Preis des Reingehens, jetzt $32 rauszuholen, ist natürlich schon lecker. Das ist schon sehr lecker. Ach komm, also für 20 kann man schon noch einmal reingehen. Arena ist halt wirklich, wirklich ein Mega-Banger. Komm. Eine Blattei. Warum ist denn schon wieder meine Blattei gar nicht 1000 Kilo wert? Er hat eine Jürgen! Er hat eine Jürgen gezogen! Der hat einfach die General Jürgenson gezogen, oder wie sie heißt. Bruder von Jürgen Hurenson. General, das ist doch nicht wahr. GZ, Alter, ich würde ihm jetzt gerne schreiben, dass er da hat er sich aber wirklich was richtig Großes reingejallert. Also, das ist doch nicht zu fassen. Kann ich hier so ein Emote machen? Also, da kann er, das hat er schon schön gemacht. Das ist wirklich insane, was er da rausholt. Holy shit. Der holt sich einfach die Jürgensmund raus. Ich sag's, den Namen falsch, mir egal. Das war wirklich GZ. $200. Alter, ich muss jetzt, also jetzt hat mich das Fieber gepackt, ich will rein. Ich will nochmal rein. Ist hier nochmal so eine General Jürgen dabei? Komm, bin ich dabei. Mach. Anne Anthony. Mhm. Also eine Rollcage, Leute, es fängt langsam an, sich aufzubauen. Jetzt noch so eine kleine Petroglyph bei uns beiden. Ich bin also weiterhin in Führung und jetzt vielleicht noch so ein... Nochmal eine Petroglyph. Okay. Noch bin ich... Eine Sanchez. Komm, jetzt was Gescheites. Naja, ich sollte gewonnen haben, ja. Gut, da habe ich jetzt halt eher Kruschel-Buschel gewonnen. Aber die Rollcage, die ist immerhin auch was ganz Nettes zum Auffüllen. Und wir können gleich beim Upgrade ordentlich reinjallern. Oh. Runtergesetzt. Die Savage. Von 5,35 auf 5,23. Wow, der Discount ist ja riesig. Da mache ich 2 auf. Ich gehe mit 10,46 rein. Und verschwinde mit... Also das ist ja wohl lächerlich gerade. Nee, dann mache ich nochmal 2 auf. Das glaube ich nicht. Das glaube ich erst, wenn ich tot bin. Man kann doch nicht so Hardcore-Pech haben. Naja, die Sunset Lily ist ja immerhin Abyss, ne? Ich überlege, ob ich einfach nochmal reingehen soll. Ach komm, ich gehe noch einmal rein. Ist egal. Einmal kann ich schon noch machen. Wow, nochmal eine Sunset Lily. Wir werden jetzt in die Upgrades gehen. Und bei diesen Upgrades werde ich mal kurz was zusammensuchen. Ich habe jetzt ein paar Sachen ausgewählt. Gehe auf mal 5 und werde wohl jetzt erstmal so eine Electric Hive reinmachen, glaube ich. 17%. Ja. Also Leute, die roll ich locker. Ich habe gerade letztens im Stream, ich glaube von Sneasel... Ich wollte gerade sagen, von Sneasel gehört, dass er irgendwie eine 4% Geschichte gerollt hat und die erfolgreich gesnackt hat. Alter! Na, ich meine, 17% ist ja auch gar nicht so weit entfernt, aber schon eigentlich, ne, von einem Win. Geil, Mann! Geil! Richtig, richtig geil! Also die ist sweet. Die auch auf jeden Fall fürs Giveaway. Richtig, richtig geil. Ich suche noch mal ein paar Sachen raus. Das ist übrigens der geile Kram an der Arena. Wenn du dann gewinnst, gewinnst du nicht eine große Sache, sondern auch viel Kruschtel. Und aus dem kannst du wiederum was Großes machen. Ne? Wenn ich jetzt hier auf mal 5 gehe, guck dich das an. Wir können mal ganz kurz gucken, wie viel ich jetzt hier hätte. 17% wieder. Aber für die AWP Boom. Ich habe sogar jetzt viel mehr drin. Also ich weiß gerade nicht, wie viel ich gerade eben bei dem Teil drin hatte. Ich überlege, ob ich noch ein bisschen was rausmache und dafür öfter diese 5%, nicht 5%, sondern fünffache Chance mit unter 20% nutze. Ich gehe jetzt hier diese Handschuhe an, die Snakebite-Teile. Wir haben hier wieder 17,x%. Und ich drück einfach die Daumen, dass das wieder funktioniert. Aufkommen. Warum nicht? Na, schade.
Aber auch ein bisschen, es ist auch ein bisschen gut, denn obwohl wir vorhin einiges am Stück verloren haben, haben wir insgesamt schon viel gewonnen und nicht, dass es halt irgendwie, ne, wenn ich zu viel habe, auf einmal gewinne, dann wirkt es wohl sicherlich auch irgendwie so, komisch. Irgendwas stimmt nicht. Die MP7 Skulls, will ich packe noch ein paar Sachen rein. Jetzt haben wir sogar 18%, meine Damen und Herren. Wir probieren es direkt nochmal. Wenn ich jetzt nicht glaube, das ist auch nicht wild. Also, aber das, mich hat schon weggeflasht, dass wir die Abi. Oh mein Gott, was? Das gibt's doch gar nicht. Ich habe bei den letzten paar Upgrades, habe ich immer irgendwie 50% gehabt, oder? Oder auf jeden Fall kein. Ich war über 20. 100%ig über 20. Und habe fast immer verkackt. Alter Falter. Das ist schnuckelig. Also ich finde die sind auch sehr geil. Die sehen gut aus. Ein letzter Versuch. Ich habe jetzt die Sunset Lily noch mit reingepackt. Ich weiß nicht, ob euch die gefällt. Ich finde sie zu hässlich. Wir gucken jetzt noch einmal und dann werden wir ans Auszahlen gehen. Schade. So, hier werden wir jetzt also auszahlen. Ich suche was aus. So Leute, die Auszahlung ist ein bisschen krepelig, denn ich bin mir nicht sicher, wegen der Absprache, wegen meiner Partnerabsprache mit Daddy Skins, als wie teuer diese Waffe jetzt dann zählt für mich. Zählt sie als $95 oder als $35. Ich mache sie jetzt einfach mal rein und gehe von 35 aus. So, dann haben wir noch ein bisschen Platz. Wir könnten es einfach wie folgt machen. Pass mal auf, wir machen es wie folgt, um auch gar nicht den Rahmen großartig zu sprengen. Ich mache jetzt noch die hier rein und kombiniert problemlos. Ne? Das ist ja super. Ich werde jetzt einfach genau diese beiden Teile probieren und auszahlen. Wenn es nicht geht, wenn nur eine mitkommt, dann weiß ich schon mal, dass auf jeden Fall dieser Preis zählt und nicht der hier unten. Jetzt mit, ne, beim Auszahlen. Da seht ihr jetzt den nächsten Schritt. Send to Steam, dann Manual und dann seht ihr hier, man kann auswählen, was man zahlen kann, wenn man will. Ich nehme hier auf jeden Fall die 35er Variante, um halt am meisten zu sparen, ganz klar. Da bekomme ich $59 wieder aufs Konto drauf. Und auch bei der AWP können wir auf jeden Fall einiges rausziehen. 41, 39, 39, 14, 39, 14, gut. 39, 14 ist es günstig. Also guck mal, da sind wir bei $61. Ha, ja. Das kriege ich wieder zurück. Das kriege ich returned. Das ist krass. Ja, okay. Das ist jetzt für mich auch direkt nochmal ein Test. Ich habe auch extra eben schon nachgefragt, gleichzeitig, als was das gilt, damit ich eben für die Zukunft weiß, wie ich auch bei solchen Sachen auszahlen kann, wo es so große Diskrepanzen gibt. Von 95 auf 40 und von 41 auf 41. Werden wir jetzt sehen. Achtung, send to Steam, ich konfirme. Und, ja. So, ich nehme jetzt gerade die Golden Coil an und weiß nun auf jeden Fall, dass der dort beschriebene Betrag für mich zählt und nicht das, was ich dann später in diesem Auszahlungsprozess dann daraus jallern kann. Somit haben wir heute etwas wenig rausgeholt, beziehungsweise in Theorie sollte ich ja noch $5 auscashen können und das machen wir jetzt. Ich nehme diese Farmers, damit sind wir dann sogar $1 drunter oder halt 99 Cent, je nachdem hier, ne, zwecks Starting. Ich gehe auf Send to Steam. Und guck jetzt mal, ich muss immer erst einmal mit dem Mausrad drüber scrolle, dass das funktioniert hier. Und das müsste eigentlich, ja, das geht auch. Okay, alles klar, das hat super funktioniert. Und ich bin wie gesagt wieder hier ein Eindruck reicher geworden und weiß jetzt, wie der Hase läuft. Optimal, Trades wie immer ultraschnell da gewesen, Kurs geht raus. Vielen, vielen Dank an der Stelle wie immer an Daddy Skins und natürlich auch an euch, dass ihr die ab 18 reinjallern, also die über 18 sind, die auf ihr Geld aufpassen, die auf sich selbst aufpassen und so weiter und so fort. Vielen, vielen Dank für eure Einzahlung. Ihr seid wirklich richtige Gönner. Kuss geht raus. Und dann sehen wir uns im nächsten Daddy Skins Video. Aber natürlich gibt es hier noch ein kleines Giveaway für alle, die kommentieren. Und zwar gibt es ja die eben ausgecashte Eye of Athena zu gewinnen. Wer hier mitmachen möchte, fügt seinem Kommentar bitte noch folgende Information hinzu. Und zwar: Bist du bereits bei uns in den Livestreams gewesen, beziehungsweise hast du es in Zukunft vor? Die Streams sind verlinkt, also der Link ist eben in der Videobeschreibung. Ich streame jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Da gibt es immer die ganz großen Giveaways. Dort haben wir immer Videogames, jede Menge Spaß und eben einfach eine geile Zeit. Also warst du schon mal dort, beziehungsweise wirst du in Zukunft hingehen? Das ist die Codephrase, die man eben mit drin haben muss, um an dem Giveaway hier teilnehmen zu können. So, ich bedanke mich wie immer bei allen, die zugesehen haben. Vielen Dank auch für die Kommentare, für die Likes. Macht's gut. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Kuss!
Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann geh ich mit deiner dicken fetten Mutter auf